Doch Bad Neuenahr gab noch nicht auf. Nach etwas mehr als einer Stunde Nicole Rolser wird er etwas ungeschickt bedrängt von Saskia Batusiak. Schiedsrichterin Riem Hussein pfeift Strafstoß. Und wenn sie das in dieser Situation macht, dann muss sie regelkonform auch den roten Karton zücken. Unglücklich für Saskia Batusiak, beim winkenden Finale ist sie somit gesperrt.